Klasse, du bist auf der Pole Position. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Der Witzbold, Hamilton und Valtteri Bottas. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Sind Sie zuversichtlich, dass Sie Ihr Qualifying-Tempo auf das Rennen übertragen können? Es muss eine Erleichterung sein, so weit vorne zu starten. Haben Sie das Gefühl, dass Sie kein Training nötig haben? Danke für den Kommentar. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Willkommen an der Nordseeküste zum heutigen großen Preis der Niederlande auf der Rennstrecke von Zandvoort, 40 Kilometer von Amsterdam entfernt. Bei diesem Rennen hat der legendäre Jim Clark 4 Siege geholt und hat dabei erstaunliche 370 Runden auf der Führungsposition verbracht. Eine Runde auf dieser 4,2 Kilometer langen Strecke von Zandvoort führt durch 14 Kurven, 10 nach rechts und 4 nach links und vor Kurve 1, auch als Tarzan-Bocht bekannt, über eine 678 Meter lange Hauptgerade, die mit DRS-Unterstützung die beste Überholmöglichkeit auf dieser Strecke bieten sollte. Mein Co-Kommentator für das heutige Rennen ist Stefan Römer. Reden wir über Rennen. Wir haben auch in diesem Jahr eine Reihe von Rennen im Bereich der Aerodynamik.
Bisher ist es ihnen noch nicht wirklich gelungen, sich daran anzupassen. Das sieht bisher noch nicht sehr vielversprechend für sie aus. Und wenn die neuen Reglements sie wirklich so hart getroffen haben, wie wir uns das denken, werden sie sich ein paar Überstunden machen müssen, um wieder auf die richtige Spur zu kommen. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Der Witzbold startet aus der Pole Position. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Bottas, Verstappen, Charles Leclerc. Und Albon, Vettel, Ricciardo, Sainz und Sergio Perez. Stroll, Quert, Lando Norris und Gasly, Ocon, Russell, Antonio Giovinazzi und Kevin Magnussen. Grosjean, Latifi, De Vries und Luca Giotto. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute hier triumphieren wird. Du hast heute gute Chancen, in die Punkte zu fahren. Schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! Das Auto hinter dir fällt langsam zurück. Es bildet sich langsam eine Lücke.
erste Runde, die letzte Runde des Rennens. Wirklich toll, das hast du echt gut gemacht. Was für ein grandioses Rennen und was für ein fabelhafter Sieg hier beim Großen Preis der Niederlande. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was hat Sie denn von den anderen abgehoben? Ich würde sagen, dass es wieder mal auf eine gute, beständige Fahrleistung ankam. Die Kurven exakt nehmen, auf die Streckenbedingungen achten und die Strategie des Teams perfektionieren. Heute wurde einfach alles richtig gemacht und das Ergebnis spricht für sich selbst. Hier kommen die drei Bestplatzierten, die sich zur Siegerehrung begeben. Dies kann man einfach nur als einen fantastischen Tag für die Formel 1 bezeichnen. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Lewis Hamilton übernimmt die Führung in der Fahrerweltmeisterschaft. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Für mich ist es Lewis Hamilton. Der mehrfache Weltmeister mag an diesem Punkt eine langweilige Wahl sein, aber man kann nicht bestreiten, dass er den Titel verdient hat. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. Ansonsten hat unser Team mit dem Boss am Steuer gute Arbeit geleistet und arbeitet sich in der Tabelle weiter nach vorne. Nun, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden.
Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Nach letzter Woche läuft es um einiges besser, oder? Es steht wohl außer Frage, dass Sie hier alle Erwartungen übertreffen, nicht wahr? Denken Sie, Sie hatten Glück, Ihr Rennen nicht mit diesem Zusammenstoß beendet zu haben? Klasse, das war dann alles. Unsere Gewinnspanne sieht gerade gut aus. Ich glaube, Spielraum für mehr Investitionen.